Hier ist ganz schöner Alarm. Christian, was ist hier los? Wir sind wach geworden, wir wissen nicht so richtig, was passiert ist. Um uns herum ist alles explodiert in spektakulären Explosionen. Ja. Zumindest spektakulär für das Jahr 1999. Aber Gott sei Dank gibt es Informationsterminals an der Wand, die uns alles erklären. Und wir haben unser erstes Audiolog gefunden und ich glaube, in dem Audiolog wurde eben gerade ein bisschen schwer verständlich ein Zahlencode durchgegeben. Dann schauen wir uns das doch nochmal an. Also wir haben schon zwei Mails von einer Dr. Polito. Die haben wir schon gehört. Ah. Hier, 45111. Als ob ich nichts Besseres zu tun hätte. Ich glaube, Cassie macht ja Spaß, mir Arbeit aufzuheißen. Ich stelle den neuen Code auf. Wir hätten es auch hacken können. Ja. Denn wir sind ja ein Hacker. Oh, da hier ist auch was los. Da rennen welche. Ja. Da lebt zumindest noch jemand. Und da hat jemand an der Wand. Oh. Eieiei. Die sehen schon doch ein bisschen echt deutlich nochmal anders aus als im Original. Ja. Ich muss ein bisschen leiser machen bei mir. Begeben Sie sich sofort zu Kryo-Erholungsraum B. Okay, okay. Druckverlust steht unmittelbar bevor. So, wir brauchen jetzt mal irgendwie eine Atempause. Also wahnsinnig, man muss es gestehen, wahnsinnig hübsch war das Spiel auch damals zum Release-Zeitpunkt jetzt nicht unbedingt. Aber wahnsinnig aber hübscher als der Vorgänger Thief the Dark Project, dessen Engine das ist. In der Nähe müsste sich eine Ladestation befinden. Wenn Sie sie aktivieren, werden alle Ihre elektrischen Geräte aufgeladen. Nachdem die Batterie wieder geladen ist, müssen Sie sie in das Hilfsenergiemodul stecken. Dann öffnet sich die Schleusentür. Beeilung, die Vakuumabschottungen halten nicht mehr lange. Also wir haben die Batterie gerade aufgeladen, weil sie im Inventar war. Jetzt ziehen wir hier drauf und schon geht die Tür auf. Super. Gut, Sie haben es geschafft, bevor die Luft aus dem ganzen Bereich entwichen war. Ich habe Ihnen gerade Cyber-Module übermittelt. Sie können damit Ihr Cyber-Interface an den Upgrade-Einheiten in diesem Bereich aufrüsten. Es gibt 4 Arten von Einheiten im nächsten Raum. Eine für jedes Cyber-Subsystem. Statistik, PSI, Waffen und Technik. Aber setzen Sie die Module überlegt ein. Sie sind schwer aufzutreiben. Alles klar. Jetzt schauen wir erstmal, was hier noch ist. Das, was wir jetzt gekriegt haben, ist mehr oder weniger das Level-System. Genau. Also man zahlt für die Fähigkeiten dann mit diesen Cybermodulen. Und man zahlt für andere Dinge mit Naniten. Das ist so die Währung hier. Hier unten sehen wir 30 Naniten, 4 Cybermodule haben wir momentan. Und hier sehen wir das Logo von TriOptimum, das ist die Konzern, um den sich hier alles dreht. Im Vorgänger war es so, dass ein Hacker das Firmennetzwerk von TriOptimum, ich zitiere gerade, glaube ich, gerade das Intro, angegriffen hat und zur Strafe für den Chef Diego eine künstliche Intelligenz namens Shodan aushebeln sollte, also quasi die Sperren um das System herum lösen sollte. Was dazu führte, dass Shodan, das ist diese weibliche Stimme, die man im Intro gehört hat, diese bisschen verzerrte Stimme, legendärer Antagonist in der Computerspielgeschichte, dass die durchgedreht ist und sich für Gott gehalten hat. Verein spielte damals noch auf einer Raumstation, auf der Zitadelle. Genau, Raumstation Zitadelle. Hier geht die Tür nicht auf. Und hier sind diese 4 verschiedenen Slots, wo wir unsere Cybermodule einsetzen und uns was Schönes von kaufen können. Aber ich glaube, für das, was ich gerne hätte, nämlich mein Hacking, reicht es noch nicht ganz. Hack kostet 1 auf 2 kostet 4 und wir haben 4. Das bauen wir doch gleich mal aus, oder? Na gut. Weil ich möchte das Hacken gerne ein bisschen ausleben. Das du hast die Leiche noch nicht untersucht, glaube ich, die da hinter dem Pfeiler lag. Die hier, genau. Hat auch 4 Cybermodule, immer das heißt, wir können... schön mitnehmen. Sehr schön, das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel noch was anderes ausbauen und ich meine, wie schaut es mit Waffen aus? Standard von 3 auf 4 kostet 12 Module, aber wir haben schon 3, das ist schon mal gar nicht so schlecht für den Anfang. Machen wir jetzt mal nicht, was gibt's hier? Psi könnte man... Ah, da ist für den ersten Slot... brauchen wir 8 Module. Da haben wir bisher nur 4. Dann müssen wir noch ein paar sammeln. Und System Shock ist übrigens im Gegensatz zu Bioshock, wo das, glaube ich, dann später nicht mehr so ohne weiteres möglich war, wieder komplett an den Anfang zu laufen. Das Spiel ist eigentlich offen. Ja. Also man kann vom letzten Level wieder mehr oder weniger zurück bis in den ersten. Da oben liegt noch eine Datendisk drauf. Ah ja. Das ist ein anderes Objekt, genau. Jetzt haben wir noch ein Logbuch. Schauen wir mal rein. Hey Doc, ein Überwachungsroboter kam gerade vorbei. Er hatte Befehle von Ihnen, diesen Soldaten in die Erholungskältekammer zu stecken. Ich bin kein Cyberarzt, aber ich erkenne Implantate. Sie wissen doch, dass diese Cyberdinger der Klasse R nach dem Fiasko auf der Station Citadel verboten wurden. Aber hey, ich arbeite ja bloß hier, oder? Da sprechen die offensichtlich über uns, oder? Oder über ihn? Nee, über uns. Ich glaube schon. Ja. Wir waren im Kryoschlaf und während wir schliefen, während du schliefest, passierte hier Schlimmes.
finde es ganz witzig, dass die beiden Raumschiffe irgendwie so ein bisschen leicht angedeutschte Namen haben. Rickenbacker und von Braun, ja. Ja. Wernher von Braun war der große Raketenvisionär, ohne den es das amerikanische Raumfahrtprogramm nicht gegeben hätte, ohne den es aber auch die V2-Rakete in Deutschland nicht gegeben hätte. Ja. So, jetzt haben wir hier schon mal ein Keypad, jetzt probiere ich doch mal das zu hacken, vielleicht geht's ja schon. Genau, und hacken ist in Bioshock das, was, in Bioshock sage ich schon, ha, in Bioshock ist es das Pipe-Mania-Spiel mit den Rohren. System Shock ist da ein bisschen flexibler. Eins der Spiele ist zum Beispiel das hier, da muss ich einfach nur drei sogenannte Nodes miteinander verbinden. Das klappt manchmal, jetzt hat es zum Beispiel gerade geklappt und manchmal klappt es auch nicht. So, was sammeln wir hier alles ein? Da haben wir jetzt zum Beispiel ein Brown-Boost-Implantat. Die sind auch energiemäßig, können wir die 100, die hier sind, einsetzen und schon haben wir irgendwas an uns verbessert. Ich weiß jetzt gerade gar nicht was. Die müssen mit Energie versorgt werden. Also wenn man sie aktiviert, dann... Stärke, siehst du? Wenn man die aktiviert, dann... Genau. Und wir sehen auch schon, die Energie geht schon runter, weil sie halt... Brauchen wir jetzt aber erstmal noch nicht, oder? Wir sind jetzt gerade nicht am Kämpfen. Dann wir sehen auch, wir können später das Inventar ausbauen, also noch mehr Slots freischalten. Ja, hier, die kann man nachher dazu bauen. Rüstung hat man Platz und hier haben wir jetzt gerade eine Waffe aktiv. Genau, was es hier noch gibt, ist Forschung. Da können wir, wenn wir Körperteile oder irgendwelche anderen interessanten Objekte einsammeln, können wir die erforschen und werden dadurch schlauer und können die Gegner damit effizienter bekämpfen. Dazu brauchen wir allerdings Chemikalien. Das ist ein ganz eigenes Spiel im Spiel, immer zur richtigen Forschung die richtige Chemikalie zu haben. Das alles erinnert jetzt rückwirkend total an Bioshock, aber man darf nicht vergessen, das hier ist 6 Jahre vor Bioshock erschienen. Oder 8 Jahre? Nee, 2005 kam Bioshock raus. Nee, 2006. Weiß ich nicht mehr. Irgendwie sowas auf jeden Fall einige Jahre vorher. Hier war ich schon überall. Gut, jetzt fahre ich mal mit dem Aufzug nach oben. System Shock ist tendenziell auch komplexer. 2007 ist Bioshock erschienen. Nee. Doch, könnte hinkommen. Doch, könnte sein. Ja, richtig. Ja, 2007, das heißt also 2009 oder 2010 oder so. 8 Jahre nach diesem Spiel hier. 2007 war es. So, was ist hier? Und es hat halt diese unglaublich beklemmende Atmosphäre irgendwie. Da hinten liegt ein bisschen Zeug, da komme ich jetzt aber nicht ran. Das könnte ich mit einem Telekinese-Psi-Dings da mir rüberholen. Das kann ich jetzt aber gerade noch nicht. Was ich aber jetzt schon habe, ist der Psi... Amp, das ist quasi die Waffe, mit der ich meine Psi-Kräfte auslösen kann. Das ist so ein kleiner Orb, den ich in der Hand halte. Bin allerdings momentan Psi-mäßig noch nicht so gut unterwegs. Das heißt, ich kehre zurück zu meinem geliebten Schraubenschlüssel. Ich glaube, ich habe die Psi-Fähigkeiten im Spiel nie benutzt. Die sind super teilweise, aber man muss sie schon auch sehr deutlich steigern, sonst... Kommt was. Oh ja, schau mal. Lasst mich bitte hier raus. Das passiert öfter. Man sieht so mentale Echos, also mehr oder weniger Geister. Und der kam da wohl gerade irgendwie nicht raus, weil er seine Karte vergessen hat. Was war das? Das hat irgendwas aufgemacht. Hier war ich schon drin, oder? Ja, jetzt schauen wir mal hier noch rein. Da liegt auch irgendwie, weiß nicht, was es ist. Wir haben noch keinen Gegner gesehen, oder? Also nee, beziehungsweise... Das kann aber nicht mehr lange dauern. Gegen ihn kämpfen. Noch ein Audiolog. Zugangskarte Wissenschaftsbereich. Okay, eine Keycard. Der hat auch Naniten dabei. 20 Stück. Ja, es ist sehr viel offener als Bioshock. Also bei Bioshock muss man ja, glaube ich, nur einmal zurück in den Level, wo man vorher schon war. Und das ist dann auch ziemlich nerviges Backtracking. Aber hier muss man sich mit dem Aufzug ganz schön zwischen einzelnen Ebenen hin und her bewegen und neue Bereiche öffnen. Oh, schau mal, da ist einer. Gegner, der hat eine Shotgun. Genau. Sehr gut. Ich sende Ihnen weitere Module. Da kommt schon einer. Der hat eine Shotgun, Vorsicht. Ne, der hat nur ein Rohr in der Hand. Echt? Ja. Oh, anscheinend ist er kaputt. Und noch einer. Oh. Boah. So. Ich glaube, System Shock war das letzte Spiel, klassische Spiel, bei dem ich richtig Angst hatte. Damals. Weil es halt auch um was ging. Also. Ja. Und jetzt kommt dieser Wahnsinn-Soundtrack ins Spiel. Der das Ganze dann gleich irgendwie noch viel aufregender macht. So, hier ist die Kiste zu. Wollen wir sie mal hacken? Ja. Wir haben es ja in der letzten Folge im Intro gesehen. Diese klassische Szene, wie das Schiff so ins Bild reinfährt. Und auch wie das, also die von Braun, wie die aussieht einfach vom Design, ist natürlich ganz klar Alien. Ja. Beziehungsweise Aliens, also der zweite Teil. Eine Referenz dazu. Und oben drauf auf dem Schiff klebt ja diese... wie heißt denn die zweite? Von Rickenbacker. Nee, Rickenbacker. Genau, das ist das Militärschiff. Da lag noch irgendwas, was du mitnehmen konntest. Das war eine Flasche Schnaps. Achso, nee, wollte ich jetzt einfach mal. Ja, ich könnte es mal mitnehmen.
Hier ist eine Kontrollstation, damit kann ich die Wachdrohnen oder die Kameras ausschalten, die uns hier gleich sehen, wenn ich hier um die Ecke gehe. Also irgendwo hier ist eine. Aber ich würde gerne, wie viel Naniten habe ich jetzt? Ich habe jetzt 8 Cybermodule. Ich würde gerne nochmal runterfahren und mich nochmal kurz steigern, wenn wir es schon mal haben. Ich meine, für heutige Verhältnisse sieht das jetzt nicht unbedingt so der Hammer aus, aber was dem Spiel echt, was echt ein Vorteil für das Spiel damals und für alle Jahre ist, dass es so eine Raumschiffumgebung ist und du nicht so wahnsinnig viele Details brauchst, um die halbwegs glaubwürdig aussehen zu lassen. Wenn man sich aus demselben Jahr mal ein Spiel anguckt, was eine halbwegs natürliche Umgebung zeigen soll, also irgendwie ein Wald oder sowas oder eine Wiese, das sieht tausendmal schlimmer aus. Ich finde, es sieht auch gar nicht schlecht aus. Also es ist nicht wirklich schlecht gealtert. Es durch diese gewisse... Halt ein bisschen die Texturen. Ah, aber so viel macht das gar nicht aus. Also es ist ein bisschen schärfer, aber es ist auch in der Originalversion noch sehr gut spielbar. So, 8 Module, was kaufen wir denn noch? Du willst ja unbedingt hacken. Ja, aber also das ist mir alles noch zu teuer. Energiewaffen, schwere Waffen brauchen wir auch nicht. Sollen wir mal Psi die erste Stufe anmachen? Dann mach doch. Dann mach das doch. Dann haben wir das auch mal gesehen. Was ist denn das? Neuralkapazität Stufe 1, Psionikfähigkeiten der ersten Stufe, maximale Psi-Punkte um 2, 1 Punkt pro Anwendung. Jetzt, die muss ich mir jetzt natürlich halt dann noch kaufen, aber jetzt habe ich das immerhin schon mal freigeschaltet, das machen wir dann als nächstes. Damit die Leute da draußen ja auch mal gesehen haben, was es mit dem Psi auf sich hat. So, aber zurück zum Thema. Verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig, dass da nie eine Neuauflage von erschienen ist. Ich meine, das ist doch ratzfatz gemacht. Jetzt hier ist ein Wartungsschacht, da gehe ich jetzt noch nicht rein, weil da ist ein ziemlich übler in sich von der anderen Seite. Da ist ein Roboter drin, da oder? Da ist so ein Wachroboter drin, hier unten. Der ist der. Ganz schön übel. Jetzt weiß ich auch gerade gar nicht so genau, wo ich hin muss. Hier ist der Aufzug. Damit geht, könnte man jetzt schon in eine andere Ebene fahren. Xerxes, dieser verdammte Computer hat den Aufzug ebenfalls ausgeschaltet. Oh, sei mal nicht. Aber Sie können beim Reaktorkern auf Deck 1 Strom umleiten und damit den Aufzug aktivieren. Allerdings können Sie ja nicht mit dem Aufzug hinunter... Moment. Es gibt einen Wartungsschacht von diesem Korridor aus. Damit können Sie zu Deck 1 vordringen. Allerdings ist er versperrt und Xerxes verbirgt den Code. Dr. Watts müsste den Code dafür haben. Er ist wahrscheinlich im Crewbereich. Grassi hat die Zugangskarte dafür, aber er ist im Medizinbereich, vermutlich in der Nähe des Biopsielabors. Gehen Sie in den Medizinbereich und finden Sie Grassi. Okay, gibt's da eine Karte? Also Xerxes ist der... Bordcomputer von der von Braun. Genau, so ist es. Und scheinbar arbeitet der aber gegen seine Besatzung. Den haben wir auch gerade schon kurz gesehen, den zeige ich genau, euch gleich nochmal. Das Bild von ihm. Wo war das noch gleich? War das hier bei den Logs, Notizen? Die Dame, die uns eben gerade mehr oder weniger auch erklärt hat, was zu tun ist, das ist im Grunde genommen das Spielprinzip, das ganze Spiel entlang. Also sich die Sachen halt von irgendwelchen in der Regel Toten, oder eigentlich immer Toten, oder fast immer Toten, ich weiß gar nicht genau, ob sie immer tot sind, sich die Sachen zu holen und dann halt irgendwo anders hinzugehen. Nur ist das eben deutlich komplexer, als man das heutzutage gewohnt ist, den Gang runter, dann einmal nach links, dann wieder raus und dann den Gang einfach weiter, sondern es geht halt über Ebenen und man kommt nicht überall lang. Ich glaube, Gegner spawnen teilweise nach. Gegner spawnen, ja. Jetzt muss ich irgendwo dieses Biopsielabor finden, hier ist Wissenschaft, untere Bereich, hier war ich ja schon. Ich glaube, ich muss hier oben lang. Hier ist Forschung, das ist. Genau, kann auch sein, dass das totaler Quatsch ist, aber jetzt schauen wir mal hier oben lang. Also, ich muss irgendwo diese Zugangskarte finden. Hier ist Medizin. Aber er hatte nicht gesagt, im medizinischen Bereich? Da liegt dieser Watts. Oh, schau mal. Ja, der hatte wohl die Nase voll. Ja, der hat es hinter sich. Oh, da ist hier so einer von diesen Idioten. Auch von hinten kannst du erwischen. Was ist eigentlich irgendwie so mit Stärkeschlag, dass man länger gedrückt hält, um stärker zuzuschlagen? Müsste ich mal probieren. Also ich kann länger aushalten, aber es wirkt nicht, als wäre es stärker. Das ist hier offensichtlich das Krematorium. Ja. Da ist noch irgendwie was in der Audiolog. Ah, brauche ich mal. Ich sollte gegen 0430 beim Ausladen des Shuttles helfen, das von Tau City zurückgekommen war. Gorelchkin war allein dort. Meine Güte, was ist denn mit dem passiert? Ihm sind fast alle Haare ausgefallen und er hat Beulen am Hals und der Gestank. Ich sagte, er müsste zu Dr. Watts gehen, aber er meinte, ich solle mich um meinen eigenen Dreck scheren. Bitte schön, ist mir auch recht. Tja, da sehen wir, wie es zu solchen Sachen kommt. Irgendwelche Leute kommen von anderen Planeten zurück und sehen total krank aus und die Verantwortlichen sagen, ja, ist mir egal. Ja. Da
So viel zur Sicherheit im Weltraum. Braucht man sich nicht wundern. Das ganze Prinzip mit dem Auftraggeber, den man nur wieder via Audiolog hört, das hat ja Bioshock auch gemacht. Da ist es ja Atlas. Genau. Oder dieser Typ, der sich Atlas nennt am Anfang, der einer, der die ganze Zeit quatscht. Auf den meisten Decks finden Sie ein Quantenbiorekonstruktionsgerät. Xerxes hat sie alle deaktiviert, aber ich habe sie heimlich wieder angeschaltet. Sie müssen allerdings jedes Gerät einzeln bedienen, um eine Quantenrückhalteprobe zu liefern. Danach kann das Gerät Ihren Körper quasi aus dem Nichts rekonstruieren. Schön. Das ist nicht angenehm, aber der langsamen Verwesung vorzuziehen. Das sind im Grunde genommen die Stationen, die man auch im Bioshock kennt, also wo man einfach wiedergeboren wird, genau, wenn man stirbt. Die Vita Chambers. Und das hier ist Xerxes. Schauen wir nochmal ganz kurz an die Wand von der... Oh, eine Pistole, sehr gut. An die Wand hinter der Leiche. Denkt an Citadel. Genau, Anspielung natürlich an den ersten Teil. Wo auch eine KI scheinbar nicht mehr das tat, was sie tun sollte. Jetzt probieren wir mal was aus. Und zwar habe ich ja jetzt hier mittlerweile schon zwei so Körperteile aufgesammelt von diesen Hybriden, diesem Monster. Und jetzt, ach so, mit Rechtsklick erforsche ich das. Ah, brauche ich Forschung mindestens eins. Also das wäre was, was wir uns zum Beispiel nochmal drauf schaffen könnten. Das Audiolog hören wir uns jetzt erstmal noch an. Ich kann die Lacroix nicht erreichen. Alles fällt hier auseinander. Mitglieder meines Teams verschwinden einfach. Die Lecks in den Abluftschächten haben einen Kurzschluss im Hauptzugangskanal erzeugt. Und das bedeutet, dass wir Notstrom verwenden müssen, bis wir das repariert haben. Das heißt auch, dass alle Aufzüge außer Betrieb sind. Harry, wo zum Teufel steckst du? Haben wir den schon gehört? Warum hört keiner auf mich? Die Sicherheitsprotokolle im Xerxes-System sind eindeutig unausgereift. Irgendein Idiot hackte sich gestern Abend in den Hauptdatenstrang und ließ Xerxes 3 Stunden lang Lieder von Elvis Presley singen. Ich musste schließlich das Stimmsystem deaktivieren. Was wäre, wenn jemand mit üblen Absichten das machen würde? Ja, üble Absichten haben wir jetzt auch mit euch. Nämlich euch auf die nächste Folge zu vertrösten. Oh, Vorsicht an der Kamera. Ah, okay. Bis gleich. Tschüss. Ciao.